Jeder kennt diese schrecklichen Momente im Leben, in denen alles schlecht ist und absolut nichts die Stimmung heben kann. Man nennt das auch den Montagmorgen. Ein grauer Himmel und der ständige Regen schienen die Laune noch weiter zu trüben, als Leo sich aus dem Bett quälte. Er seufzte, streckte sich und fragte sich, warum der Wochenstart immer so trostlos sein musste. Die vier kuscheligen, pummeligen Hunde waren wie Sonnenstrahlen an einem regnerischen Tag. Mit wedelnden Schwänzen begrüßten sie Leo am Morgen und schienen zu spüren, wenn er einen besonders schlechten Tag hatte. Also beschloss er, ihnen trotz des Wetters einen besonderen Gefallen zu tun und sie auf einen ihrer Lieblingsspaziergänge mitzunehmen. Die Stadt war grau und trist und der Regen hatte die Straßen in einen glänzenden Spiegel verwandelt. Doch die vier Golden Retriever schienen das überhaupt nicht zu bemerken. Sie zogen mit ihrem Besitzer in ihrem üblichen fröhlichen Tempo durch die Gassen. Und dann geschah es. Sie passierten ein kleines Geschäft mit einer glänzenden Glasfassade und etwas Interessantes zog ihre gesamte Aufmerksamkeit auf sich. Alle vier drückten sich eng an das Glas, als ob sie hypnotisiert wären. Leo blinzelte, verstand zunächst nicht, was vor sich ging, und folgte ihrem Blick. Was er sah, brachte ein Lächeln auf sein Gesicht und ließ die Dunkelheit des Montagmorgens für einen Augenblick verschwinden. Hinter der gläsernen Barriere befand sich ein großer, weicher Korb, gefüllt mit winzigen Kätzchen. Die kleinen Fellknäuel tollten darin herum, purzelten übereinander und jagten unsichtbare Beute. Es war ein Schauspiel der Unschuld und Freude, das selbst das trübste Gemüt erhellen konnte. Leo konnte nicht anders, als seine Hunde anzulächeln, die immer noch fasziniert auf die Kätzchen starrten. Was für eine schlechte Laune könnten sie danach haben, dachte er. Er verweilte eine Weile, beobachtete die glücklichen Welpen und erlaubte seinen eigenen Problemen, für einen Moment in den Hintergrund zu treten. Doch dann geschah etwas Unglaubliches. Ein älterer Mann trat aus dem Laden, öffnete die Tür und ließ die vier Golden Retriever herein. Max, Bella, Luna und Rocky stürmten hinein und versammelten sich um den Korb mit den Kätzchen. Der Mann lächelte Leo an und sagte, »Sie scheinen sich gut zu verstehen. Sie können ruhig ein wenig länger bleiben. Diese kleinen Kätzchen lieben Gesellschaft.«